Ja, nach langer, langer Zeit geht es mal wieder weiter mit Let's Play Resident Evil 4. Ich will ehrlich zu euch sein, ich habe da gerade überhaupt keine Lust zu. Aber weil das bei euch nun mal am beliebtesten ist, dieses Let's Play, und ihr immer wieder so lieb Bitte gesagt habt, mache ich es jetzt halt doch. Aber nur, dass ihr wisst, ich mache das für euch und gerade echt überhaupt nicht für mich. Da kann der Leon noch so nett aussehen. Welcome. Frage ich mal eben den Händler. Ich weiß nämlich Got nicht some mehr, rare was ich als things on. letztes gemacht What are you habe. Ich kann mich an buying? nichts mehr erinnern. Außer, dass ich dauernd gestorben bin. Aber gut, das sind wir ja von mir gewöhnt. Come back any So, time. und diesmal habe ich mir vorgenommen, rechts herumzugehen. Und, ja. Ich glaube zumindest, dass es rechts war. Ich habe jetzt gerade die Komplettlösung vor mir liegen. Denn es gibt jetzt eine Möglichkeit, den rechten Weg zu gehen, ohne wirklich kämpfen zu müssen. Das ist ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im ersten Anlauf schaffe. Huch, Ashley, geh da mal weg. Erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Nach Project Zero ist das ein bisschen schwierig. Nein, das war es auch nicht. Da ist der Koffer. Schön. Ja. Die Pistole steht dir eher am besten, Schatzi. So. Wo ist jetzt das rechte Tor? Hier. Ich bin ja mal gespannt. Ich werde jetzt öfter auf Pause drücken müssen, damit ich nochmal nachlesen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das als Dankeschön dafür, dass ihr überhaupt nochmal einen Part kriegt. Ja, ich weiß, ich habe versprochen, dass ich es nicht hinschmeißen werde und eigentlich möchte ich das auch nicht, aber ich sage euch ehrlich, ich bin kurz davor. Mache ich aber nicht, weil, naja, weil ihr so lieb seid. So, Felsen müssen wir runterschießen. So, dann müssen wir rechts an dem Felsen vorbei. Die Ashley ist so angeschlagen. Aber eigentlich will ich dir jetzt auch noch nicht so ein Heildingens geben, weil, naja, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, wie wir hier so durchkommen. Okay. Rechts am Stein vorbei. Dreh dich um und sprinte zum Holztor. Ja, ich weiß, ich mache jetzt gerade das erste Mal auf Pause, aber das war schon mal ganz gut. Lauf in die zweite Hütte und nimm den alten Schlüssel. Die zweite Hütte? Ashley, steh nicht im Weg rum. Munition, wo ist denn hier dieser Schlüssel? Okay, Pause. Oh fuck, der ist schon da. Schlecht. Komm, Ashley. Kann ich dir jetzt überhaupt irgendwie was Gutes tun? Ich muss sie retten, bevor ich sie heilen kann. Fuck, warum? Oh. Ich konnte sie nicht retten. Okay, ich muss schneller sein in dieser Hütte. Aber das war jetzt an sich schon mal ganz gut. Okay, das mache ich jetzt nicht offscreen. Wir machen das jetzt direkt nochmal. Ich will jetzt mal was testen. Nee, ich teste jetzt nicht. Das teste ich, wenn ich jetzt nochmal sterbe.
Okay, und jetzt? Das ist schon mal gut. Tada! Das war der ziemlich einfache, ziemlich feige, aber dafür äußerst schmerzfreie Weg. Wuhu! So, jetzt gucke ich aber doch nochmal eben in die Lösung. Ich weiß, ich bin eigentlich kein Fan von Lösungen, aber in diesem Spiel ist mir gerade alles scheißegal, ehrlich. So. Ja. Hurra, ich bin jetzt hier, was immer hier ist. Munition, immer gut. Was ist das? Kann ich die kaputt machen? Fliegen die in die Luft? Nix. Gut. Ich würde dann gern mal speichern irgendwo. Nee, hier kann ich das nicht. Ah, da oben ist der Händler. Ah, da ist eine Speichermaschine. Speichermaschine. Letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt. Er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinem Körper geschlüpft ist. Aber nun konnte er vorher das Dorf zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir ändern unsere Prioritäten, stellen die Suche nach Louis ein und konzentrieren uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus der Gondel aussteigt, ist eine als Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssten sie auf dem Weg zum Tor nach draußen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor reagiert nur auf meine Augen. Ah, okay, an die Szene kann ich mich erinnern. Das war eine der wenigen Szenen, die ich noch wach erlebt habe, als mein Freund gespielt hat. Der hat das ja an einem Abend irgendwie in einer Nacht irgendwie durchgezockt. Und hier bin ich dann irgendwann eingeschlafen und irgendwie anderthalb Kapitel später bin ich wieder wach geworden, weil er die CD wechseln musste oder so. Da war es 4 Uhr morgens und ich so, was machst du? Ja, weiter, ich wechsle nur die CD. Also da haben wir das für Gamecube gespielt und naja, da waren es halt noch 2 CDs. Hi, Andrew. Welcome. Hast du Stoff dabei? Got a selection. Fuck, hast du nicht? Warum nicht? Naja. Kann ich nichts dran ändern gerade. What are you selling? Ich könnte ihm irgendwie, noch... naja, ich verkaufe mir jetzt... Is that all? Stimmt, das Spinell habe ich ja gar nicht aufgehoben. Come back. Ist egal, dafür bin ich nicht gestorben. Ich finde es gut. So. Gewehrmunition. Ja, auch gut. Ashley steht da nicht so sinnfrei herum. Ich gehe jetzt nochmal eben speichern. Und, ja, knapp 9 Minuten jetzt. Das ist noch ziemlich wenig, also spiele ich noch ein bisschen weiter. Aber ich bin hier schon mal durch. Hurra! Jetzt kommt gleich diese Gondelgeschichte und die soll ziemlich schwer sein. Steht hier. Ein Präzisionsgewehr ausrüsten steht da. Aber ich habe da irgendwie nicht wirklich Munition für, oder? Ich rüste das jetzt trotzdem mal aus. Das, die ersten 3, 4, 5 Male werde ich eh sterben, aber da ich jetzt gespeichert habe, können wir auch ruhig ein bisschen herumfailen. Wobei ich habe das Gefühl, dass ich hiermit gar nicht so unbedingt weiterkomme. Weil er damit viel zu langsam ist. Wir nehmen das normale Gewehr. Das sieht nicht so schick aus. Das andere Gewehr eigentlich auch nicht. Männer von großem Kaliber brauchen kein großes Kaliber.
Okay, das war schlecht. Ist mir egal. Es ist Sonntag und ich quäl mich hier gerade durch. Da darf ich wenigstens schlechte Witze machen. Ja, gehen wir mal hier hoch. Ist hier noch was? Nee, nur so Gerümpel. Keine Ahnung, was ist das? Lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zur Iriserkennung. Ah, das ist die Sache mit den Augen, genau. Ja, wem auch immer das Auge gehören mag. Ich weiß es. Ihr wisst es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ihr werdet es sehen in 5, 6, 7 Parts wahrscheinlich, wenn ich mich kenne. Hier können wir jetzt das Lift fahren. Okay. Ja. Da nehme ich jetzt aber doch das hier für, weil hier steht... Ja, ich will da doch nur raus, verdammt. Dass man am besten als allererstes diese Pfützen hier abschließen sollte. Ja. Ich muss mit dem Steuer. Genau, denn wenn die da weg sind, können uns schon mal zwei weniger treffen. So, wir räumen erstmal auf. Jetzt habe ich einfach mal so blind in die Gegend geschossen. Der Bildschirm ist so winzig hier, ehrlich. Ich wünschte, ich könnte an einem größeren spielen. Naja. War hier jetzt noch einer? Hier ist von zwei in die Rede. Einer? Egal. Ich verschwende hier einfach Munition. Ist egal, wir machen das ja eh nochmal. Ihr wisst alle, dass wir das nochmal machen müssen. Da kam einer. Fuck. Komm in das Seil, Leon. Da war ich zu langsam. Das hat hier gerade irgendwie was von Schießbudenfiguren an sich. Hey, was war das denn? Oh. Oh. Ich bin tot. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Geräusch ist. Aber jetzt, wo ihr es sagt, ja, da steht auch was zu in der Lösung. Naja. Ja, ich habe jetzt knapp 14 Minuten und ich bin der Meinung, das reicht jetzt für den Moment erstmal. Ich hoffe, eure Neugierde ist fürs Erste gestillt und den nächsten Part gibt es auf jeden Fall in nächster Woche, denn ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall einen Part pro Woche aufzunehmen, vielleicht auch zwei. Einfach, damit ich das hier irgendwann mal hinter mich bringe und damit ihr euch freut. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ja, wirklich beenden. Hey, das sah schick